Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Handball-Bundesligaspiel SC Magdeburg HBW Balingen-Weilstetten. Endstand 26-28, zur Halbzeit stand es noch 13-12. Beste Werfer auf Seiten unserer Gäste, Vladan Lipovina mit 7 Toren und auf Seiten des SC Magdeburg ebenfalls mit 7 Toren Omar Magnusson. Wir haben beide Trainer hier, sowohl Bennett Wiegert als auch Jens Bürkle. Und erstmal Gratulation auch von mir und das erste Statement nach dem Spiel. Ja, ich bin super zufrieden, dass wir hier die Punkte mitgenommen haben. Davon konntest du wirklich nicht ausgehen, auch mit den ganzen Ausfällen, die wir da irgendwie zu beklagen hatten. Haben gestern noch ein ganz kurzes 7 gegen 6 gesagt, dass wir irgendwie so ein bisschen Alternativen haben. Aber wie die Mannschaft das dann gemacht hat, das war natürlich schon mit Bravour, ganz wenige technische Fehler. In der ersten Halbzeit, glaube ich, 2 damit, aber sonst eigentlich keinen. Einfach sehr gut mit dem Ball umgegangen, gute Geduld gehabt und natürlich auch sehr, sehr gut geworfen heute. Torwartduell gewinnen wir, glaube ich, auch klar und deutlich. Und deshalb, glaube ich, war der Sieg heute verdient. Bin mega stolz auf die Truppe und die Punkte sind natürlich für uns Gold wert. Dein Statement, Bennett? Ja, zuerst erstmal herzlichen Glückwunsch an Jens und Baling zu dem absolut verdienten Sieg. So glücklich Jens wahrscheinlich ist, so unzufrieden bin ich. Also ich ringe gerade mit meiner Emotionalität. Muss mich jetzt ein bisschen kontrollieren, um nicht die falschen Sachen zu sagen. Also enttäuscht, unzufrieden. Und das wird ein paar Tage länger brauchen, das aufzuarbeiten. Bei einem Kompliment, Jens, wie das Baling gelöst hat, müssen wir uns in allen Teilen heute besser präsentieren und vor allen Dingen dann auch schnellstmöglich verbessern. Gibt es Nachfragen? Bitte. Wenn du sagst, es wird ein paar Tage dauern, das aufzuarbeiten, jetzt habt ihr gar nicht ein paar Tage Zeit. Das nächste Spiel habt ihr vor der Brust. Mit welchem Gefühl fahrt ihr los? Ja, mit keinem Guten, also das verunsichert er jetzt. Aber das ist mir jetzt auch egal, ob wir jetzt nicht mal in 48 Stunden das nächste Spiel beim BAC haben. Wir sind morgen ab um 10 auf der Autobahn unterwegs und da ist genug Zeit, Gespräche zu führen, aufzuarbeiten. Weil einfach Mund abwischen und weitermachen, das ist nicht unser Stil und der ist auch nicht führend. Es geht jetzt darum, aus dem, was heute passiert ist, doch noch was mitzunehmen, um daraus einen Lerneffekt zu ziehen. Auch wenn das natürlich schwierig ist, weil das ist ein harter Aufprall und das wird ein harter Lerneffekt sein. Aber so ist es nun mal im Sport. Aber das müssen wir jetzt alle erstmal verarbeiten und ich hoffe, dass das auch für alle eine ähnliche Nacht wird wie für mich. Weitere Nachfragen? Sehe ich nicht, dann sage ich danke an beide Trainer und eine gute Heimfahrt. Viel Erfolg dann fürs Spiel am Sonntag, 16 Uhr gegen Winden für unsere Gäste. Und wir haben es schon mehrmals gehört, am Samstag schon gegen Bergischen HC. Viel Glück natürlich und auch für alles, was da erledigt werden muss. Benno, gute Geister wahrscheinlich auch von allen Fans sind mit dabei. Dankeschön und sportfrei.